Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin. Und ich meine, solange die Georgia Guidestones stehen, wird das Rad der Globalisten sich weiterdrehen. Ja, wir müssen dem irgendetwas entgegensetzen und deswegen meine kurze und knappe und knackige Forderung: reißt die Georgia Guidestones endlich ab. Als Zeichen der Menschlichkeit, als Zeichen gegen den Neofaschismus, der uns in diesen Zeiten entgegenschlägt, ja. Der Raub unserer Freiheit. Also, ein Mensch ist nur frei, wenn er selbst über seinen Körper entscheiden kann und darf und so, ja. Also, diese Georgia Guidestones haben als eine ihrer ersten Regeln begrenzt die Anzahl der Menschen auf der Erde auf 500 Millionen. Ja, es ist eine Aufforderung zum größten Völkermord der Geschichte. Es ist das faschistoideste Zeugnis von psychopathischen Gedanken in dieser Zeit. Es ist eine Aufforderung zum größten Verbrechen der Menschheit. Und diese Dinger müssen weg. Die werden zurzeit in Georgia sogar noch vom Staat beschützt. Dort herum stehen Überwachungskameras, dass man noch nicht mal mehr Graffiti drauf sprühen kann. Ne? Diese Steine, die in den 80er Jahren mit höchster Wahrscheinlichkeit von Freimaurern erbaut wurden, ja, die schon seit Jahrhunderten unsere politischen Eliten dominieren, dieses Zeugnis des größten Menschheitsverbrechens, welches dort als Plan in Stein gehauen steht, ne? Muss weg. Es muss zerstört werden. Zerstört die Georgia Guidestones, bitte. Sofort. In dieser Zeit, in der jeder Mensch zweimal im Jahr gepikst werden soll mit irgendwas, wovon wir noch nicht mal wissen, was da drin ist, ja, gehören diese Steine als erstes beseitigt. Damit völlig klar ist, in diese Richtung wird sich die Menschheit nicht entwickeln. Wir wollen keine Massenmörder werden, wir wollen keine Völkermörder werden, wir wollen, dass diese faschistoiden Steine endlich verschwinden. Ja? Das ist wirklich krank. Das ist so krank, wie man sich es nur vorstellen kann. Und darüber nicht zu reden, nicht zu sprechen, dass es so etwas gibt und dass die Herrschaften, die hinter diesen Gedanken stehen, womöglich sogar unsere Eliten sind, oder dominieren oder zumindest zum Teil in diesen vorhanden sind. Also machtgeile, psychopathische Narzissten, das ist aus meiner Sicht völlig klar. Sie können eine völlig andere Meinung haben, das ist meine Meinung. Und deswegen zerstört die Georgia Guidestones sofort.